wieder zurück von der Nationalmannschaft. Erstmal, was hat dich die Nationalmannschaft weitergebracht? Was ist für ein Gefühl, jetzt wieder hier zurück zu sein? Was war für eine Entwicklung für dich da? Was hat dir das der Sommer gebracht? Ja, der bringt auf jeden Fall viel. Das ist ein Training auf hohem Niveau mit Weltklasse-Spielern da und ein super Trainer. Also da lernt man schon einiges nur allein durchs Training, auch wenn man nicht so viel spielt. Doch, aber man nimmt sehr, sehr viel mit aus diesem Sommer gerade auch. Man hat sehr, sehr viele Spiele. In 5 Wochen hat man 15 Spiele, die nicht ohne sind. In 3 Kontinenten waren wir. Also es hat sich schon sehr, sehr lang gezogen. Es war auch sehr, sehr anstrengend, aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Okay. Jetzt wieder zurück hier beim Lüneburg Cup, erstes Mal. Wie weit bringt euch sowas? Ein Spiel? Hallo. Ihr wisst noch nicht so richtig. Wir fragen die auch gleich. Wie weit bringt euch so ein Cup weiter? Was ist ja neu im Grunde genommen hier? Ja, wir haben in kurzer Zeit haben wir viele Spiele, wo der Trainer viel ausprobieren kann. Jetzt gerade so mit dem Zuspieler, weil wir gerade neuen Zuspieler haben, ist natürlich viel Abstimmungssache und viel mit der Mannschaft lernen können. Also es ist schon, dass wir bei kurzer Zeit viele Spiele haben, ist schon sehr, sehr wichtig. Sonst waren wir meistens im Ausland für solche Turniere oder unterklassige Turniere mitgespielt. Wer so ein Turnier zu Hause ausüben können, ist natürlich umso schöner. Ihr wart letztes Jahr in einer ähnlichen Konstellation zusammen. Wie weit seid ihr dieses Jahr weiter? Kann man das so sagen? Wir fangen an einem ganz anderen Startpunkt an als letzte Saison. Wir sind letzte Saison viel mehr neue gewesen und diese Saison war nur einer im Endeffekt neu. Das ist der Adam Schreimer. Aber man muss sagen, wir sind am viel weiteren Punkt angekommen mittlerweile, als wir letzte Saison in diesem Zeitraum waren. Also wir spielen schon besseren Volleyball als letzte Saison in der Vorbereitung, muss man ehrlich sagen. Es macht doch Spaß, jetzt schon zuzuschauen, ja. Definitiv. Vielen Dank. Erstmal sehr gerne. Glückwunsch, sehr gerne. Auch wenn es zum Schluss jetzt erst kommt. Ja. Dankeschön. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Saison. Danke. Und uns natürlich auch. Vielen Dank. Sehr gut. Dankeschön. Macht's gut. Super, vielen Dank.